Ja, das ist doch wirklich hier heute der Hammer. Ich habe hier Ines Schütz-Bücher zu Gast und wir haben heute schon, also wir haben heute schon so gelacht. Wir kennen uns nämlich schon eine ganze Weile, wir zwei. Und wir haben jetzt ganz lange nur immer aneinander vorbei, so ein bisschen geguckt, ne, was der andere so macht. Und liebe Ines, vielleicht magst du dich mal ganz kurz selber vorstellen. Und wir haben heute das wundervolle Thema Traumjob. Ich habe dich gerade gefragt, was dich da zum Strahlen bringt. Und was hast du gesagt? Ich habe meinen Traumjob. Ja, es ist genial. Also bitte stell dich kurz selber vor und erzähl uns auch ein bisschen was von dem Thema Traumjob. Ja, zurzeit habe ich drei Jobs und mein Traumjob ist, Menschen auf den Weg zu bringen, zu ihrer Berufung, zu dem, was ihre Mission ist, was ihnen Spaß macht. Das ist eine Tätigkeit und ich merke, dass ich das immer mehr ausbauen möchte, weil das jetzt vielleicht so knapp, naja, vielleicht ein Drittel meiner Tätigkeiten ausmacht. Die zweite Tätigkeit, dass ich Lehrbeauftragte bin an einer Hochschule und da bilde ich Bachelor- und Masterstudierende im Fach Personalmanagement und Orga-Lehre aus. Und da bringe ich sozusagen Manager bei, wie sie Personal auswählen, das natürlich für meine Coaching-Tätigkeit auch sehr hilfreich ist. Und meine dritte Tätigkeit, die ich natürlich auch nicht missen möchte, ist, dass ich Führungskräfte- und Teamtrainings mache. Und das hat auch was mit Traumjob zu tun, weil ich merke immer wieder, dass die Menschen unzufrieden und unglücklich sind in ihren Tätigkeiten. Also sowohl die Führungskräfte als auch die Mitarbeiter. Und da sage ich, das Leben ist viel zu kurz, als dass man auf Arbeit Stress hat. Und wenn ich in die Teams gehe, dann läuft das einfach hinterher insgesamt meistens zumindest besser, weil klar haben die ihre Selbstverantwortung. Und dann müssen die nicht immer wechseln, weil die Chefs sind überall ähnlich. Da sagst du was. Also das ist ja auch so ein Spruch, den man irgendwie sagt, ne? Also du nimmst dein Problem ja mit. Es ist ja nicht so, dass du, wenn du weggehst, dass es dann anders wird, sondern es ist die Zusammensetzung oft gleich. Ich finde das sehr spannend, weil so manche Dinge davon kenne ich auch aus meiner Tätigkeit und ich würde unheimlich gerne wissen, die einzelnen, ja, Berufsgruppen, die du so im Beruf, also im Beruflichen unterstützt, wie es da mit dem Thema Traumjob, ob es da Unterschiede gibt oder ob du da Erfahrungen gemacht hast, dass du zum Beispiel sagst, auch Studenten sind so und Leute, die schon lange tätig sind, sind so. Das ist ja schwierig, weil wenn ich dann sage, die sind so oder so, dann mache ich ja Stereotype, also Vorurteile auf oder Schubladen. Und ich denke mal, ich arbeite mit allen gerne. Also ob das jetzt, ich sag mal, ungelernte Schüler ohne Ausbildung sind, ob das Studierende sind, die im Vollzeitstudium nicht wissen, wo sie sich platzieren wollen, oder Studierende nach dem Studium, gerade Geisteswissenschaftler haben große Probleme, in den Arbeitsmarkt zu kommen, oder Führungskräfte. Und ich habe Ingenieure und ich habe Juristen und ich habe Geisteswissenschaftler. Und dieses Jahr habe ich nenne den, oh ja, wenn der das sieht, egal, hatte ich einen alten Seebär, 62 Jahre alt, der ist über 45 Jahre zur See gefallen und der fahren und der wollte unbedingt oder will unbedingt noch arbeiten. Und ich habe auch Geschäftsführer, die, ich sage jetzt mal, entweder gescheitert sind, also Konkurs gegangen sind oder arbeitslos geworden sind. Und ich denke mal, was aus meiner Sicht, weil das ist so ein großes Wort, Traumjob, ja, was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, ist, dass die Tätigkeit, das Unternehmen und die Branche zu meinen Werten passt. Und das ist sehr vielen unbewusst, was mir im Leben wichtig ist. Ne? Ja, also wenn ich in einem Großunternehmen bin, sorry, liebe Konzerne, ja, dann habe ich eben lange Dienstwege und kann mich wenig sozusagen entfalten, weil einfach da noch relativ viel starre Regeln sind. Ich habe übrigens mal nach der Wende, ne, ich komme aus der ehemaligen DDR, Ur-Berlinerin, Prenzlberg, einen Test gemacht. Da kam bei mir raus, für den öffentlichen Dienst und Großunternehmen nicht geeignet, ne, weil ich halt ein Quergeist bin. Und deswegen ist also ein Ansatz erstmal, die meist unbewussten Werte meiner Coaches und Klienten rauszukitzeln. Und das Zweite, also das eine sind die Werte. Und das Zweite sind die Kompetenzen in allen vier Kompetenzbereichen. Also was kann ich fachlich, methodisch, das sind zwei Bereiche. Was habe ich für persönliche Kompetenzen? Bin ich eher der geduldige oder der ungeduldige Mensch? Bin ich eher kreativ oder bin ich eher der gewissenhafte Buchhaltertyp? Ne? Ja. Und das zusammen macht dann eigentlich das Match. De facto meine Werte und die des Unternehmens, passen die zusammen und passen die Anforderungen des Unternehmens
mit meinen Kompetenzen zusammen. Ja. Und was mich richtig ärgert, ist Folgendes, dass hier von Fachkräftemangel gesprochen wird, ja, in der Presse. Und dann habe ich sehr gut ausgebildete Ingenieure, 50 plus oder Frauen oder Ausländer oder was auch immer. Und die werden nicht eingeladen, ja, da fällt mir nichts zu ein, weil nämlich die Firmen Folgendes machen, Kritik an wirklich der klassischen Personalgewinnung. Ja. Die Firmen haben eine Stelle ausgeschrieben und die Stelle ist, das nennt man einfach Anforderungs- oder stellenbezogene anforderungsbezogene Stellenbildung. Und ich suche einen Ingenieur, der soll das können. Und dann gucke ich auf den Markt und, oh, da gibt es keinen. Oh, Mensch, Fachkräftemangel. Es gibt aber auch eine mitarbeiterbezogene Stellenbildung. Und dann gucke ich einfach, wie kann ich neue Stellen zusammenbauen, indem ich eben den Ingenieur nehme, der eben vielleicht das nicht kann. Und der kriegt von mir aus einen Teilzeitjob. Und dann nehme ich einen, der kann das und der kriegt auch einen Teilzeitjob. Ja? Das heißt also, die Firmen sind noch nicht so flexibel, wie es nötig ist einerseits und was mich total maßlos ärgert, dass es trotz allen AGG, ja, allgemeines Gleichstellungsgesetz, eine riesengroße Diskriminierung gibt gegen Frauen, Langzeitarbeitslose, Kranke, also psychisch krank, irgendwie eine Behinderung, ja, Alte und eben Geflüchtete. Und deswegen ist das eine mehr, dass wir ein Fachkräftemangel haben. Und ja. Wenn ich da, ich nenne das immer Problem-Coaches, eigentlich haben die kein Problem, sondern der Arbeitsmarkt, aber manchmal reicht es mir dann und dann gebe ich mir halt mal einen Ruck und rufe meinen Arbeitgeber an und sage, sie suchen jetzt den und den Ingenieur, kann ich auch mal ein Beispiel erzählen. Ich hatte einen Master-Ingenieur hochmotiviert, super Projekte gemacht, ja, an der TU Maschinenbau mit Robotik und allem drum und dran. Ja. Und der hat im Studium schon mit seiner Frau zwei Kinder gekriegt. Und dann hat er sich erstmal um die Kinder gekümmert, weil eines dieser Kinder behindert war, herzkrank. Dann war der eben 2 Jahre nach dem Studium nicht im Job und er hat sich beworben. Er war bei mir in einem ersten Coaching. Er hat den Fuß nicht in den Arbeitsmarkt gekriegt. Und nach einem Jahr kriegte ich Bing Bing. Der kommt wieder und da dachte ich, um Gottes Willen, den kann ich gar nicht helfen. Und auch weia, jetzt hat er immer noch keinen Job. Ja? Also 3 Jahre keinen Job nach dem Studium. Und siehe da, ich weiß nicht, er meinte, sie haben verhütet, es war ein drittes Kind da. Also war er in seiner Papa-Rolle. Und das nun einen Arbeitgeber zu vermitteln, ja, es gibt diesen bösen Begriff Employability, also Beschäftigungsfähigkeit, okay, ist schwierig. Und das mache ich sonst nie, weil ein Coaching-Prinzip ist ja Selbstverantwortung. Ja, meine Klienten und Coaches müssen alleine loslegen. Er war aber aufgrund seiner Gesamtsituation schon ein bisschen, ich sag mal, depressiv angehaucht, dass ich gesagt habe, den unterstütze ich jetzt. Okay. Und dann habe ich einen Unternehmer angerufen und die Sekretärin hat gesagt, ja, also unser Chef, der ist eigentlich total menschlich und schicken Sie mal eine Mail und. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Ingenieur hat dann Praktikumsplatz gekriegt vor Corona und ich habe dann auch mit dem Geschäftsführer gesprochen und der ist da gut eingeschlagen bei seinen Kollegen. Ja, super. Und das wünschte ich mir halt auch von anderen Geschäftsführern. Was du so erzählst, das klingt mir in den Ohren. Ich habe gerade ein neues Konzept entwickelt für den Talentkompass, gemischt mit Neurografik. Der nennt sich jetzt Neurokompass. Das greift genau das auf, weil das, was wir im Arbeitsmarkt haben, funktioniert ja nicht erst seit Corona nicht mehr. Das hat vorher ja auch schon nicht funktioniert. Das hast du gerade gesagt mit dem sogenannten Fachkräftemangel, weil die Stellen und die Menschen, die da reinpassen sollen, so auseinandergedriftet sind, dass man irgendwie das gar nicht mehr so richtig zusammenkriegt. Und dieser Talentkompass, den ich dort erlernen durfte, das sind verschiedene Gebiete, so ähnlich wie du das sagst. Das ist genau das, wo du sagst, es müssen die Werte passen.
wenn jemand mit dem Wert hoch in Reichtum in einem Kindergarten arbeitet, dann wird er auf die Dauer nicht so glücklich. Umgekehrt, wenn derjenige mit dem Wert Soziales in der Bank, in der Kreditabteilung immer wieder bei jungen Familien Kredite ablehnen muss, dann kriegt er genauso keinen Fuß auf den Boden. Und das sind genau diese Punkte, wo ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir sagen, hey, wenn ihr Arbeit haben wollt, dann geht in die Selbstverantwortung und schaut euch an, wie ihr selber tickt. Und das ist genau das, was du machst. Ich finde das wundervoll. Und ich glaube, dass da in der nächsten Zeit der Arbeitsmarkt wirklich extrem viel lernen muss, dass wir das hinbekommen, dass wir diese Schnittstelle schaffen können, dass wir die Menschen in eine Arbeitsstelle bekommen. Und ich glaube, da müssen die Unternehmen auch ganz viel lernen. Ja, also ich hatte letztens einen, der gesagt hat, ich möchte also der hatte einen Pflegedienst, ja, der sagt, ich möchte meinen Pflegedienst so toll gestalten, dass die Leute Schlange stehen und hier arbeiten wollen. Wie mache ich das? Dann habe ich gesagt, wie toll ist das denn? Ja, weil es geht nicht mehr darum, schneller, höher, weiter, das haben wir alle gemerkt, das funktioniert nicht mehr, sondern jetzt geht es wieder mehr qualitativ. Und dieses qualitativ bedeutet auch mal wieder ein bisschen langsamer. Ja, dass die Zeiten nicht mehr so hektisch werden. Ich komme selber aus dem Gesundheitswesen, gerade da mit Coachings und mit Teambegleitungen eben auch. Das ist einfach wichtig, dass die Leute wieder merken, okay, hier geht es ums Menschen, ja, um uns Menschen und nicht um Buchstaben und Zahlen oder um irgendwelche Geräte. Das finde ich ganz, ganz spannendes Thema. Ja, ja. Traumjob, ne? Und der Traumjob ist ja auch ein Punkt, wenn man sagt, so ein Traum, ja, wie erfüllt man sich so einen Traumjob? Wie erfüllt man sich das? Also ich denke, man muss erstmal sehr reflektiert sein. Also bei mir war es ja ein langer Weg. Mhm. Und das Zweite ist, auch Umwege in Kauf nehmen. Ja. Also es gibt ja diese sogenannten Patchwork-Lebensläufe, die jetzt mittlerweile auch mehr Akzeptanz finden. Und was ich da wichtig finde, also immer wieder zu reflektieren, was ist mir wichtig und was kann ich, weil ich finde, das ist ja dynamisch. Also die Werte verändern sich ja und auch die Kompetenzen verändern sich. Also manche nehmen ab. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, Bob Benyang, dann ich kann laotisch, ja, das will kein Mensch wissen, das interessiert keinen. Ne? Dann sind das Kompetenzen, die eben nicht mehr so ausgeprägt sind. Hm. Und zurzeit erlerne ich Learning by Doing, Digitalkompetenzen, um Online-Kurse zu machen, ja, und immer wieder zu reflektieren, weil der Traumjob oder das, was ich mir vorstelle, was ein Traumjob sein könnte, das kann sich natürlich auch im Laufe eines Lebens durchaus verändern, weil wir uns auch verändern. Ja. Na, das finde ich total wichtig. Und ich habe mal von einer Kollegin, ich lerne sehr gerne auch von Kollegen und überhaupt, ich lerne super gerne, die hatte mal einen Jobcoach-Ausbildung gemacht. Und die hat zu mir gesagt, in dieser Ausbildung hat sie gelernt, dass das, was unsere Kinderträume waren, was wir werden wollen, das ganz viel mit uns zu tun hat. Und die erzählte folgende Story, dass sie einen Rehabilitanten in einer Umschulung hatte, der als Kinderwunsch hatte, Pilot zu werden. Okay. Und er ist dann im Handwerk gelandet und hat sich da die Knochen kaputt gearbeitet und war dann in so einer Umschulung. Und warum wollte er denn Pilot werden? Und dann ging es also um Technik und Verantwortung und Flugplatz und so, ja. Mhm. Und das Ergebnis der Story war, dass der, ich meine, ist das nicht der Job, wo man ganz viel Geld verdient, ja, aber der hat dann einfach so diese Flugverkehrssicherheitsfachkraft eine Ausbildung gemacht, hat dann auf dem Flugplatz gearbeitet, war sehr nah an den Crews dran, hat gespart und hat dann eine Pilotenausbildung gemacht und konnte fliegen. Ich fand die Story so genial, ja. Und dann habe ich über mich nachgedacht und habe überlegt, was sind denn so meine ersten Berufswünsche gewesen? Und mein allererster Berufswunsch, an den ich mich erinnere, der war Kinderärztin. Also ich wollte Kindern helfen, gesund zu werden. Und als ich ein bisschen älter wurde, habe ich mir überlegt, wenn ich einem Kind nicht helfen kann, gesund zu werden und ein Kind nicht retten kann, das würde ich nicht ertragen. Und dann habe ich diesen Berufswunsch ad acta gelegt. Ja. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass ich auch ertragen muss, nicht jedem Klienten oder Coachee helfen zu können, weil es ja nicht nur an denen oder an mir liegt, sondern auch an der Gesellschaft und am Arbeitsmarkt. Ne? Mhm. Und auch da muss ich sagen, ich versuche im Kleinen die Welt ein bisschen lebenswerter und ein bisschen schöner zu machen.
aber auch als Coach kann ich nicht allen helfen. Und das ist natürlich immer wieder schwierig. Ja, aber deswegen engagiere ich mich auch sozial und mache auch viel ehrenamtlich, weil ich schon noch ein bisschen auch die Gesellschaft anders gestalten möchte, weil die Gesellschaft, so wie sie jetzt ist, mit aller Überproduktion und Ungerechtigkeit, ist nicht so richtig mein Zuhause. Ich glaube, dass wir uns auch da gerade in einem richtig großen Umbruch befinden. Also es ist ja gerade so die Grenze, wo es schmerzt, wo wir merken, okay, so geht es nicht weiter. Und ich glaube, dass da jetzt ganz viel Mitwirkungspotenzial auch drin ist, ja, wo wir einfach Möglichkeiten bekommen. Ich finde das ganz stark. Wir sind ja vom Traumjob jetzt, ne, so zu, wir kommen immer wieder zurück zur Wirtschaft oder zum Gesellschaftlichen, ne? Also der Traumjob hat was damit zu tun, mit äußerer Anerkennung und mit vielleicht auch ein bisschen inneren Wünschen. Ich weiß noch, dass ich mit meiner Cousine zusammen, wir haben immer mit der Schule, also wir haben an der Tafel immer Schule gespielt. Wir haben so eine Schiefertafel gehabt. Ja, das machen viele Kinder. Ja, genau. Das machen viele Kinder und ich habe gedacht, ja, okay, das ist ja nichts, das ist ja irgendwie, machen ja alle. Was haben wir? Wir haben beide so einen lehrenden Beruf. Ne? Also wir sind beide Trainerinnen für was weiß ich was alles, auch für Kommunikation und für Personalentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung. Und das sind aber dann schon so Sachen, ich glaube, wenn du gerne Pilot werden willst, dann fängst du nicht an, in die Schule zu gehen sozusagen. Ja? Und ich finde das ganz spannend von dem Beispiel, was du erzählt hast, mit dem, der Pilot werden wollte, das aber eben nicht auf Anhieb konnte. Wenn das wirklich ein Wunsch ist, so ein richtig tiefer Herzenswunsch, ich glaube, dass das die beste Motivation ist, die wir haben. Und das ist eine Erfahrung, die ich aus meinen Coaches gerade von Langzeitarbeitslosen berichten kann, was ich vorhin meinte mit dem, was haben die denn gemeinsam? Also bei mir geht es ganz oft so darum, dass die dann sagen, ja, bei dem Coaching geht es ja um mich. Wo ich dann da stehe, ja, um wen soll es denn sonst gehen? Ja, ja, und das, dann höre ich aber so, naja, es sind ja Stellen als Callcenter-Agent frei. Und dann sage ich, naja, aber dann kommen sie ja nach, weiß ich nicht, nach einem Jahr wieder, dann sehen wir uns wieder, dann können wir von vorne anfangen. Macht ja keinen Sinn. Na, und das ist auch der Punkt, wo ich glaube, dass eben Arbeitsmarkt, Unternehmen und eben auch Mitarbeiter, dass da einfach ein unheimliches Lernpotenzial im Moment drin ist. Und dass das auch wichtig ist, dass da jetzt langsam was in die Gänge kommt. Finde ich ein ganz spannendes Thema. Sag mal, hast du denn für uns nochmal so einen Tipp für Leute, die jetzt sagen, ja, ich bin auch nicht so ganz zufrieden, so irgendwie so einen Tipp, wo sie selber so ein bisschen was machen könnten, ja, weiß ich nicht, dass sie vielleicht so wissen, wo denn der Traumberuf ist? Also, da würde ich immer so fragen, also gibt es verschiedene Wege. Es gibt so für eher rationale Klienten, da könnte man einfach fragen, wo fühlen Sie sich am wohlsten, in welcher Tätigkeit? Also wenn man jetzt den jetzigen Arbeitsalltag sich anguckt oder wenn man eine Rückschau hat, falls Sie jetzt arbeitslos sind, dann würde ich immer fragen, überlegen Sie mal eine Woche Tätigkeit, in welcher Tätigkeit haben Sie Zeit und Raum vergessen? Ne? Okay. Das ist ja so dieses Glücksgefühl, Flow. Das wäre so eine Möglichkeit, die sehr analytisch ist. Ja. Und dann gibt es eher so eine intuitive Möglichkeit, wo ich auch in die Zukunft schaue. Also das andere war ja eine Rückschau, in die Zukunft schaue. Und dann frage ich, legen Sie sich mal ganz entspannt in Sessel oder auf der Couch, also so. Und dann machen Sie mal so Tagtraum, was dann so an Gedanken kommt, in welche Tätigkeit Sie dann am liebsten reinpassen. Und dann gibt es ja diese Wunderfrage, wenn ich eine Fee wäre, und Sie hätten drei Wünsche frei, was für Jobs würden Sie sich dann wünschen? Ne? Das ist ja eher was ganz Intuitives. Und je nach Klient oder Coachee würde ich eben andere Methoden wählen, um dahinter zu kommen, was die eigentliche Bestimmung der Klienten ist. Und was ich aber auch noch ganz wichtig finde, manchmal ist die Zeit noch nicht reif. Also manche Klienten wissen noch nicht, was ihr Traumjob ist. Ja. Und dann, um mal auf dein Callcenter-Agent zurückzukommen, dann sage ich, okay, also wir können ja auch mal ganz pragmatisch sein, weil wenn man selber Geld verdient, egal womit, als Pförtner, Straßenfeger, Müllmann oder Callcenter-Agent, genau. Also man arbeitet, man hat ein anderes Selbstwertgefühl, auch im Lebenslauf macht das einen anderen Eindruck. Ich hatte also Diplom-Sinologen und promovierte Arbeitslose, die ins Callcenter gegangen sind. Und ich meine, das ist ein Kundendienstjob, ein harter Job. Und wer das macht, der schafft alles andere auch. Der zeigt Belastbarkeit, Flexibilität und so weiter. Und dann würde ich sagen, dreist, wenn es jetzt nicht auf Dauer ist, sondern nur mal ein Jahr oder ein halbes, ja, mal so schnuppern. Man zeigt auch Bereitschaft, Engagement, auch gegenüber dem Jobcenter oder dem Arbeitsmarkt und so weiter.
Und dann sage ich immer, dann machen sie halt nur 30 Stunden Job oder 35, je nachdem, Teilzeit, also Callcenter suchen händeringend Leute, ja. Und dann gucken sie, was sie in der Freizeit gerne machen, um glücklich zu sein. Hm. Und dann, das geht auch. Ne? Also zum Beispiel, ich wollte früher mal Sängerin werden oder Schauspielerin. Ja, na, dann nehme ich jetzt halt Gesangsunterricht und Treller in der Freizeit rauf und runter. Also das mache ich jetzt erst seit Anfang des Jahres wieder und mache das halt in der Freizeit. Oder zum Beispiel, ich hätte gedacht, ich kann überhaupt nicht malen und habe, übrigens, das ist mir wichtig, das sage ich auch mal so, ich hatte einen Traumjob, habe mich aber, weil ich da so für gebrannt habe, verbrannt und bin in ein Burnout gefallen und habe dann eine Reha und alles Mögliche gemacht. Ja, also ein Traumjob heißt auch, dass die Arbeitszeiten okay sind und ich nicht ausgebrannt werde durch einen Arbeitgeber, der das zulässt, weil der hat auch eine Fürsorgepflicht. Ja, ne? Also das ist ja auch ein Thema heutzutage, wo ich dann auch wieder sage, klar, habe ich eine Verantwortung für meine Gesundheit und das gebe ich auch immer weiter. Aber wenn ich jetzt so auch Klienten habe, die im Job sind und wechseln wollen, dann sage ich, wie lange wollen sie dann hier noch 10-12 Stunden schuften? Bis ja, genau. Ja? Also das ist halt das kapitalistische System, wo es um Knete, Rendite und Profit geht, wo ich sage, die Firmen denken langsam um, weil kranke Mitarbeiter Kosten sind. Und wenn die dann weg sind, ins Burnout fallen, finde ich keinen Ersatz. Da gibt es schon ein Umdenken und so. Andererseits ist dieses Gesundheitsmanagement ist ein Feigenblatt. Weil was machen die denn? Ja, die machen einen Esskurs, dann gibt es Obst und Gemüse und tralala. Und dann machen die ein bisschen Yoga und da ein bisschen Rückenmassage. Ja, das nennt man nämlich de facto Verhaltensprävention. Mhm. Aber wenn ich die Verhältnisse nicht ändere in der Firma, ja, also wie wird geführt, wie sind die Dienstwege, wie viel wird den Leuten übergeladen oder die müssen Tätigkeiten machen, die gar nicht zu ihnen passen und so weiter, ja. Dann ist es schwierig. Aber ich schweife wieder ab, da neige ich ein bisschen zu. Du hattest ja gefragt, was ich so für Tipps habe. Also um da auf den Punkt zu kommen, ist vielleicht mal zu sagen, da ist mein Langzeitziel und ich gehe da auch über Umwege meinen Weg und dann komme ich dahin. Also zum Beispiel, ich habe ja Sprachen studiert, ich bin eigentlich lieber international unterwegs. Jetzt ist nichts mit international, ich kann meine Sprachkenntnisse nicht nutzen. Und dann habe ich eben Bildungsträger gehabt, wo ich zum Beispiel Austausch mit Teilnehmern hatte nach Frankreich, 5 Jahre, wunderbar. Mhm. Primär religiöse und dann hatte ich einen Auftraggeber, der gesagt hat, ob ich Managern in Polen nicht Modern Human Resource Management beibringen kann in Englisch. Und dann habe ich gesagt, ja, hurra, mache ich. Ne? Mhm. Und mein Mann hat dann mal gesagt, ja, dann fängst du mal an, dein Englisch wieder ein bisschen zu aktualisieren. Ja. Oh. Ja. Und dann hieß es, 2-3 Wochen vor der Angst, April, die polnischen Manager können alle nicht so gut Englisch, wir machen das mit Dolmetscher. Und dann war ich da halt mehrere Jahre in mehreren Städten in Polen unterwegs und ich habe es geliebt, weil ich dann mit denen Englisch gesprochen habe. Wundervoll. Aber wenn die Zeit nicht reif ist, dann ist es halt so. Und ich habe dann immer Folgendes gemacht, dass ich mir gesagt habe, ich gebe alles, um nicht arbeitslos zu sein, weil das macht mit mir was und ich habe die Erfahrung, arbeitslos zu sein. Ich hatte also da richtig, mein Mann war Unternehmer ohne Einkommen, meine Kinder waren klein und ich war arbeitslos. Ich weiß, wie sich das anfühlt und dann sage ich mir, ja, wenn jetzt mein Traumjob noch nicht auf mich wartet, dann mache ich erstmal was anderes, um meine Brötchen zu verdienen und sehe zu, dass ich ständig daran arbeite, um in diesen Traumjob zu kommen. Und ich bin der Überzeugung, dass da natürlich sehr viel Geduld zuhört, auch viel Kraft und Energie und meine Erfahrung ist, dass es nicht jeder schaffen kann, weil nicht jeder so viel Energie hat. Und dann vielleicht noch ein Tipp, sucht euch Unterstützung im Umfeld. Ja. Erzählt überall, was euer Traumjob ist. Da gibt es einen Spruch, ich kenne jemanden, er kennt jemanden, er kennt jemanden, er kennt jemanden, der passt. Der muss es aber wissen. Aber die Leute müssen wissen, was der Traumjob ist und was vielleicht so kleine Puzzlesteine dahin sind. Mhm. Wenn ich nicht darüber rede und vielleicht auch, wenn ich belächelt werde, dann ist es nicht hilfreich. Und sucht Leute, die euch zuhören und die euch nicht ausbremsen. Ja. Zum Beispiel, mein Mann hat gesagt, naja, wenn du dich selbstständig machst, oh Gott, dann oh nein, und 2 Selbstständige. Und dann habe ich gesagt, ich habe da noch einen Plan B und
jetzt bin ich seit fast 25 Jahren selbstständig und ich sag mal, ich habe leider keine Angestellten, also zu so viel hat es nicht gereicht. Beute mich also alleine aus, aber mir macht es sehr viel Spaß und vor allen Dingen kann ich mit allen Chefs auf Augenhöhe reden. Das ist ganz, ganz klasse. Also ich habe sehr viel mitgenommen, was ich so aus meiner eigenen Vita so ein bisschen kenne. Bei mir ist es vielleicht ein bisschen weniger aufgeregt. Ich habe das Gefühl, dass das ganz wichtig ist für die Menschen, die uns heute zuhören, dass man erstens nicht aufgibt, auch wenn es mal schwer wird. Und du hast ja gesagt, das kann nicht jeder schaffen. Aber die Geschichte von dem Piloten zeigt mir, dass man es vielleicht auch mit Umwegen hinkriegt, man dann aber einfach erstmal quasi diese Reflexion braucht, um zu sich zu kommen, im wahrsten Sinne des Wortes, um herauszufinden, wie viel von dem, was ich jetzt eigentlich an Traumjob habe, ist denn eigentlich von außen, was mir gesagt wird, was ich haben muss oder was ist denn meins wirklich, ja. Ich glaube, dass das ein ganz intensiver Weg ist. Und da ist schön, wenn man Begleitung hat und eben der Tipp ist wunderbar, den Leuten, also wenn ich dann weiß, was ich möchte, dass ich das dann auch wirklich den Leuten erzähle, dass ich das meinen Freunden erzähle, dass ich rundherum einfach das bekannt gebe. Das ist wie beim Universum bestellen, das muss man ja auch laut aussprechen, ne? Ja, genau. Damit man dann das erhalten kann. So, vielen herzlichen Dank, dass du so viel Zeit für uns hattest. Wir haben ganz viel über den Traumjob gesprochen. Wir haben noch ein Thema im Petto. Das heißt, es wird uns zwei nochmal geben. Da freue ich mich drauf, liebe Ines. Ich danke dir ganz herzlich heute auch im Vorgespräch. Das war schon ein wahrer Quirren an vielen Informationen und Dingen. Vielen Dank dafür. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns an der Stelle mal. Also, danke für deine Fragen und deine Geduld und dass du mich eingeladen hast. Und ich freue mich auf nächstes Gespräch und Gruß an die Welt und vor allen Dingen auch an deine Klienten und Coaches. Und viel Erfolg und danke, dass du dein Wissen mit mir teilst, Eva. Es war ein tolles Interview. Danke für deine Initiative. Tschüss. Ja, bleib Moment. Gesund. Ja, mein Name ist nämlich Heike Eva Maria Jenicke. Ich habe irgendwann mal gefragt, ob ich eventuell mit irgendjemandem noch ein Interview machen darf. Letztes Jahr haben sich da 10 gemeldet. Dieses Jahr waren es 100. Und jetzt sind wir eben dabei, mittendrin. Ich freue mich riesig und das heißt, ihr merkt ja selber, es macht unheimlich viel Spaß. Wenn ihr also auch Lust habt und gesagt habt, ich habe auch eine Geschichte zu erzählen, dann seid doch so gut und meldet euch einfach bei mir. Ich freue mich drauf, wünsche euch erstmal jetzt ein schönes Wochenende und bis bald. Tschüss. Bis bald. Danke, Eva, für deine Initiative. Tschüss. Ciao.